Weibchen und schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Back oder so. Heute backen wir leckere Schoko-Banana-Cupcakes. Die Tana hat einen Frosch im Hals. Intro. Quack. Backe, backe Kuchen, lass Harvey es versuchen. Quecksilber und Handgranaten sind mir in den Teig geraten. Nochmal ein herzliches Willkommen in meiner chaotischen Küche. Ja, ich weiß. Wie schon gesagt, backen wir heute leckere Schoko-Banana-Cupcakes. Und mein Frosch ist immer noch im Hals. Ich frag mich, wie ich hier reingekommen bin. Fangen wir doch zuerst mit dem Teig an. Dazu brauchen wir 2 Eier, 130 Gramm Zucker, 170 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker, ungefähr 2 gestrichene Teelöffel Backpulver, 60 Gramm Schokolade. Ich habe jetzt Schokotröpfchen genommen. Kann auch ein bisschen mehr sein. Schoko! Ist immer gut. 140 Milliliter Schlagsahne, 80 Gramm sehr weiche Butter, ca. 150 Gramm reife Banane und etwas Zitronensaft. Dann fangen wir doch gleich mal an. Die Kamera wird umgestellt. Tada! Alle Zutaten und die Mengenangabe findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Rezept sogar auch. Ja, man mag es kaum glauben. Das gehört hier nicht hin. Das war noch von meinem Stativ. Das habe ich abgeschraubt. So, mit O. Ihr fangt mit dem Mehl an und siebt das erstmal in eine Schale. Dazu kommt das Backpulver. Das siebe ich auch. Und zu dem Mehlgemisch haben wir jetzt die leckere Schokotröpfchen. Und vermischen das. Ganz vergessen. Ihr heizt den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vor und packt in euren Muffinblech die Förmchen schon mal rein. Voll vergessen zu sagen. Weiter geht's. Jetzt nehmen wir die Sahne und schlagen sie locker auf. So, das sollte reichen, so ein bisschen aufgeschlagen, ne? Zu der aufgeschlagenen Sahne kommen jetzt die Eier, der Zucker, der nicht gesiebt werden muss, und der Vanillezucker. Und das rühren wir jetzt schön schaumig. Schaumig. Jetzt nehmen wir wieder eine neue Schüssel und da rein kommen jetzt die Banane. Oh, muss ich wohl eine neue zuschneiden. Flop. Die weiche Butter. Schneid die noch mal ein bisschen kleiner. Jedenfalls angeschnitten, weil wie willst du weiche Butter schneiden, ne? Flop. Und etwas Zitronensaft. Und das wird jetzt püriert. Au. Das Pürieren ist wirklich so ein bisschen filigran, aber mit etwas Geduld wird es schon etwas. Jetzt heben wir unser Mehlgemisch, unser Eier-Zucker-Gemisch unter die Banane-Butter-Mischung und vermischen das alles noch einmal kurz. Also ich gebe das immer so nach und nach dazu, nicht alles auf einmal. Unterheben heißt halt nicht mit dem Rührgerät, sondern per Hand, manuell. Jetzt quirlen wir das noch einmal ganz kurz durch. Und so ist ein richtig schöner Teig entstanden. Mmh, yummy! Ich habe mir echt was Tolles gekauft. Ob es wirklich hilfreich ist, kann man sich drüber streiten. Aber ich habe mir so einen Portionierer geholt. Und dann kann ich ganz einfach ohne Kleckern meine Muffinförmchen damit füllen. Wenn ihr sowas jetzt nicht habt, ist nicht so schlimm. Nehmt ihr einfach 2 Löffel. Aber ich habe das jetzt. Und jetzt kann ich meine Muffinförmchen damit befüllen. Und jetzt kommen eure Cupcake-Unterteile für ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis die Ränder so ein bisschen bräunlich sind. Am besten macht ihr immer eine Stäbchenprobe. So, meine Bäumchen, ich habe die kleinen Küchlein über Nacht komplett auskühlen lassen, weil ich wollte das Topping erst am nächsten Tag machen, weil ich heute erst Besuch kriege. Und ich höre mich heute noch beschissen an als gestern, aber... Es hat der Frosch im Hals. Hol mich sofort wieder hier raus. Hallo, Softbox. Aber legen wir doch einfach mal mit den Zutaten für unser Topping los. Wir brauchen dafür 250 Milliliter Bananensaft, 30 Gramm Maisstärke oder, wie ich es verwendet habe, eine halbe Packung Vanillepuddingpulver, 2 Esslöffel Zucker, 120 Gramm Butter, 225 Gramm Doppelrahmfrischkäse oder Mascarpone. Ich habe Mascarpone verwendet, 1 Esslöffel Puderzucker und für die Dekoration Bananenscheiben geröstet und Schokostreusel. Aber eurer Fantasie ist natürlich wieder keine Grenzen gesetzt. Legen wir los. Wir füllen 50 Milliliter von dem Bananensaft in eine Schüssel und den Rest in einen Topf. In die Schüssel geben wir natürlich jetzt auch unser Vanillepulver, Vanillepuddingpulver und die 2 Esslöffel Zucker und verrühren das Ganze jetzt.
Banane. Den restlichen Saft kochen wir jetzt auf. Nicht anbrennen lassen, bitte. Sobald der Bananensaft kocht, gebt ihr die angemischte Puddingmischung und da rühren dazu. Verrührt das schön und lasst es nochmal aufkochen, also blubbern lassen. Sobald es kocht, nehmt ihr es vom Herd runter, schaltet den Herd aus, Achtung heiß. Und das lasst ihr jetzt auf Zimmertemperatur abkühlen und zwischendurch immer mal wieder umrühren. Jetzt geben wir unseren erkalteten Pudding in eine Schüssel. Das könnt ihr eigentlich gerne auch schon vorher machen, wenn ihr den Pudding vom Herd genommen habt. Dann kühlt das leichter und schneller aus. Aber dann hat es mal wieder verplant. Und dann quirlen wir den Pudding einfach nochmal durch. Und dazu geben wir jetzt die Butter. Die müsste auch Raumtemperatur haben. Also nicht eiskalt und auch nicht flüssig, sondern schön Raumtemperatur. Hallo? Butter will nicht. Das quirlen wir auch noch mal kurz durch. Bis das dann so aussieht. Und zu der Masse geben wir jetzt das Puderzucker, was ich natürlich gerne auch wieder sehr gerne sieben tue. Tut, tut. Die Mascarpone kommt da jetzt auch noch mit rein. Mascarpone! Platsch! Und dann rühren wir das von Hand. Schön untermischen und miteinander vermischen. Und dann kommt das zum Abkühlen nochmal in den Kühlschrank. Tada! Jo. Und jetzt füllen wir unsere abgekühlte Mischung in einen Spritzbeutel. Und jetzt dekorieren wir unsere Cupcakes. Fangt einfach an, so wie ihr Lust habt, die Cupcakes zu dekorieren. Und dann setzt ihr einfach nur noch einen kleinen Bananen-Crispy-Chips da drauf. Und noch ein bisschen Schokolade, schadet nie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer würde ich mich natürlich über ein kleines Däumchen nach oben von euch, meinem Bäumchen, riesig, riesig freuen. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Abi und ich froschen euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye, tschüss, bye, bye, auf Wiedersehen, bye, Bäumchenliebe.